Klar. So, wir machen hier mal eine Videoaufnahme, weil wir hier gerade basteln. Ne, kannst ruhig im Bild bleiben. Hier, das ist hier der Bauherr. Der Herr Kettnacker, der hat gesagt, ich soll Solarzaun montieren. Zaun montieren. Da. Und der Plan geht auf. Aber es ist ein schwieriger Plan. Es ist ein Plan mit Schrauben, Dübeln, Sägen und Bohren. Das wird total toll. Das erinnert immer an eine Großbaustelle. Einfach kann jeder. Da hängen ja auch schon ein paar Solarmodule. Wer hat die angeschraubt? Ich habe die angeschraubt. Ja, und die halten immer noch. Seit Jahren hält das. Ja, Zufall. Zufall. Und wir werden gleich die gesamte Flucht mit Solarelementen ausstatten. Bis da hinten hin. Ja, hier stehen sie. Also hier, da stehen welche und da stehen auch noch welche. Das wird sehr schön. 570 Watt. So, wie viel spart man da? Ja. Was spart man da so im Jahr? Ich habe jetzt nur diese drei Solarpaneele, sind 1200 Watt, Ja. habe ich 800 Kilowattstunden produziert. Ja, aber bislang. wie viel spart man da so? In 2 Jahren 800 Euro. 800 Euro in 2 Jahren. Dann kannst du mir mal für ein Jahr 400 leihen. Ja gut, jetzt das kommt, die laden die Batterie hier und die Batteriespeiser speist ja auch nochmal ein. Ja. Nach einer Nulleinspeisung machen wir das. Der Herr Kettnacker hat hier unten hier, ich muss das mal zeigen. Hier laufen Kabel unten runter in die Speicheranlage. Der hat da eine eigene Speicheranlage gebastelt. Und zwar speichert er das in einem Gemisch aus Wasser, Magnesium und Käse. Ja, Magnesium. Ja, Magnesium ist ein sehr guter Speicher, stand im Wikipedia. Mit Magnesium kann man, glaube ich, auch was Ja, machen. komm mal mit. Ja, pass auf, da ist ein Fass. Das Problem ist immer, der Kettnacker sieht so schlecht. Also hier gehen die Kabel, ne? So. Licht habe ich nicht. Mehr Licht haben wir hier nicht. Wir haben ganz wenig Licht. Birne kaputt. Ja. Die Birne ist kaputt, weil er spart Strom. Und hier unten ist hier, auf jeden Fall hier ist das alles. Hier steht auch, was er spart. Und wie viel er spart. Das muss sich bewegen. Ist abgeschalten. Moment, die Anlage ist abgeschaltet im Moment. Aber die bewegt sich doch. Ja, die läuft. Ja, und hier blinkt was. Also es sieht auf jeden Fall alles sehr professionell aus. Und da ist der Speicher, 5 kW. Mehr ist das nicht. Was? Ich habe gedacht, da kommt vom Chinesen hier so ein 5 kW Speicher. Ach, 54 Kilo das Teil. Ah, das sieht aus wie so, für alle, ihr könnt das nicht sehen, das sieht, dem haben sie eine Disco-Endstufe verkauft. Ja, ja. Ja, sehr gut. Ja, Freunde. So sieht das aus. Tom war ja nicht nur Knastwärter in der Abschiebe, der war ja auch Elektriker. Du warst auch Elektriker, ne? Ja, der war auch Elektriker. 7 Jahre. Ja. Ich höre gerade, der war wie viele Jahre? 7? 7 Jahre. 7 Jahre auf Montage. Die sind losgefahren, die haben den Weg nach Hause nicht gefunden. Und also gleich auf dort, da ist er gleich da geblieben. Afrika und Karibik. Ehrlich? Wir haben nur Krimshotels gemacht und Aber Karibik hätte mich doch schon gejuckt. 6 Wochen, 2 Wochen zu Hause. Wie sagt man immer, die Nutten will ich, ne? Darf man wieder nichts zu sagen. War doch bestimmt alles vor deiner Zeit, oder? Genug erlebt. Nee. Ja, da wird er jetzt langsam wieder schweigsam. In dieser Schweig. So, Freunde. Das ist der Wechselrichter. Was haben wir? Das ist der Wechselrichter. Das ist der Wechselrichter. 1000 Watt.
Ja, das ist der. Das weiß ich nicht. Hier unten muss das muss alles rausgucken, ne? Hier, das zeigt ein bisschen Anzeigen. Das von Grovert. Ne, das sieht gut aus. Hängt auch gerade. Wir haben gerade nachgemessen. Der Sohn, der Fabian. Ich habe gesagt, ich bastel da gleich die Flöcke. Die hau ich ungespitzt wieder mit einem Handschlag in den Boden. Und dann sind die auch gerade. Und dann hat er mich angeguckt, als wenn er sagen würde, ich will ihn verarschen. Und dann habe ich die Wasserwaage besorgt. Und habe den letzten Zaun nachgemessen. Und weißt du was, der ist gerade. Freunde, mit mir nicht. Warum blinkt das hier so? Wir haben hier eine Brillenreflexion. Der geht sogar mit dem Gesicht nach. Ich weiß nur nicht, ob das mit deinem Auge geht. Warte. So, komm, wir sind fertig mit Scheiße labern. Tschüss. Moment. So, liebe Freunde, der Tagwerk ist geschafft. Meine Mitarbeiter sind sehr zufrieden mit mir, habe ich mir sagen lassen. Aber das können die jetzt selber sagen. Ich will das nicht zentrieren. Ich will, dass das jetzt nach da zur anderen Seite geht. So, der junge Mann hatte das Vergnügen, mit mir zusammenarbeiten zu dürfen. 50 Euro habe ich die Stunde genommen für Anlernen. Ich wäre dann jetzt bereit, das Geld zu nehmen. Nein, wir haben da froh sein, dass er hier mal rauskommt. Der hat gut mitgearbeitet. Es steht. Der Tagwerk steht. Es macht sogar einen recht geraden Eindruck. Wir werden sehen, wenn der nächste Sturm durch ist. So, Herr Kettnacker sieht nichts, aber er sagt, er wäre auch zufrieden. Er ist auch zufrieden. So, tschüss.